Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. So, in die Finsternis. Ihre Arbeit in Pripyat hat uns zu einem weiteren großen Durchbruch verholfen. Unsere Informationen besagen, dass der geheime Eingang in eine unterirdische Raffinerie für rotes Quecksilber führt. Sie sollten jetzt hineingehen und die Raffinerie unbrauchbar machen. Für immer. Ich wollte mal kurz was gucken. 13 von 20, okay. Gehen wir mal hier mit rein. 3 von 4, sind wir nicht alleine. Bin ich immer ganz gut. Können wir nämlich rocken. Bis dann sind sie mit der Mission wahrscheinlich schon fertig. Okay, ja. Captain, shut the blast door. We'll keep the worst of the radiation inside. Hey, hey, hey. Naja, dann haben sie ja hier schon alles in Schutt und Asche gelegt. Von der Reise. Congratulations. Stardust inbound. I'd like to reassure you, Captain, you're not in fact glowing. Well, maybe a little. Yay! Okay, das war ein bisschen zu schnell für die Folge. Machen wir noch einmal. Oh, verdammt, der Rüstung gewesen, glaube ich. Nein! With the refinery destroyed, we have... Ja. Auf Veteran ist auch noch. Your work in Pripyat has led to another major breakthrough. Intel confirms that the secret entrance leads to an underground red mercury refinery. So, it's time to get in there and put the refinery out of service. For good. Das ist echt ein bisschen zu heftig. Na, gucken wir mal. Okay. 36 Sekunden haben wir überlebt. Bam! Ab geht's. Wir starten einfach eine neue Mission auf Anfängermodus. So, it's time to get in there and put the refinery out of service. For good. There you go. Watch that Geiger counter, don't come out with two heads or something. The internal doors are closed and powered down. Find the control terminal and route power to the doors to open them. Revolver. Your target is the central reactor. Once you're there, I'll tell you what you have to do. Captain, clear the room of Xenos and disable the shield protecting the door control panel. The blast doors won't open until their hydraulics have been fully pressurized, so you'll need to hold that button down for a while. Woo! Woo! Der Roboter wird irgendwie lustig. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Hä? XP Multiplier up.
Immer noch nicht. Muss noch irgendwo einer rumspringen. Geht wahrscheinlich erst, wenn ich alle erledigt habe hier. Hm. Immer noch nicht alle erledigt. Bestimmt ist genau auf der anderen Seite auch wieder einer. Na ja, klar. Ja gut, so ist es wahrscheinlich nicht geplant. Ach je. Weg mit dir. Na. So machen wir. Waffen ausrüsten hier. Zweite Panzertür öffnen. Zweite Panzertür.
Ja, ganz vorsichtig. Ganz, ganz, ganz langsam und ruhig und... So. Wie ein Pirscher hier. Noch irgendwas? Ja. Okay, die linke Flanke ist soweit markiert bis auf vorne. Gut. So, haben wir das mal. Ja, da kommt noch jemand. Bin ich mal alleine. So, dann öffnen wir mal die Tür in Ruhe. Die rechte Flanke ist hier.
Nichts mehr. Bam, bam, bam. Okay, los, komm schon. Protected by a force field, powered by at least 3 force generators. You'll need to destroy them in order to proceed. Na, erste Generator hinüber. Aber viel mehr aus als ein anderer Bruder auf der anderen Seite. Ja, zweite Generator hinüber. Dritte Generator. Aus der Einrichtung entkommen. Ah, okay. Nein! Verdammt. Sorry, Bro. Ich bin einfach zu schnell durchgerannt. Nein, die belebt mich doch. Bitte belebt mich, bitte belebt mich. Nein. Ich will hier einfach nur Leben drauf, mehr will ich gar nicht. Hardcore.
Klammern. Close. Congratulations, Captain. Stardust inbound. I'd like to reassure you, Captain, you're not in fact glowing. Well, maybe a little. Yeah. Und wieder eine Mission erfolgreich erledigt. Bam, Dark Wind, 2-1, Risiko. Dark Wind, yeah. With the refinery destroyed, Typ war aber echt gut, hat mir gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt Neues haben. Weg. 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 Ui, eine neue Rüstung. Lila. Schnellere Ansturmaufladung, weniger Heilkugelabwürfe. Na dann, sind wir halt mal im Lila. Das Bestiarium haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Geist aus der Sicht. Dieser hochentwickelte Gegner wurde auf die Grundlage des gemeinen Hirschers entwickelt. Er teleportiert sich aus dem Nichts heran, greift mit seinen langen Armen an und teleportiert sich wieder weg. Bevor das Ziel reagieren kann, mit extremer Vorsicht behandeln. Nahkampf-Teleportationsangriff. Rammer. Brutal lebendig. Dieser schwer gepanzerte Berg biomechanischen Muskeln ist schnell tödlich und ungeheuer schwer zu töten. Mit extremer Vorsicht behandeln. Rammt Ziele aus der Entfernung und schlägt dann mit seinem mächtigen Arm auf sie ein. Wandelnde Bombe. Explosive Mischung. Eine Unterart des Sprengers, die mit noch instabileren, unter Hochdruck stehenden Chemikalien gefüllt ist. Sobald sie nah genug sind, explodieren sie. Sofort explodieren bei Annäherung oder bei Tod. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.